Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben extrem interessante Sachen von Intel geschickt bekommen. Eine Technologie, von der ich Anfang des Jahres niemals gedacht hätte, dass das so schnell zurückkommt und vor allem nicht von so einem großen Hersteller wie Intel. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Es wird euch auf jeden Fall, wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, sehr bekannt vorkommen. 2014 habe ich so einen Kühler selber entwickelt und 2018 haben wir uns das gemeinsam in einem YouTube-Video angeschaut. Das ist die Controller-Box dazu. Der Kühler ist dann letztendlich mal in der PC-Welt-Höllenmaschine gelandet, deswegen habe ich den auch nicht mehr hier. Das Kühlprinzip ging nämlich um Peltier-Elemente. Das ist ein Peltier-Element, für die, die es nicht kennen. Wir haben hier diese weißen Platten, das sind meistens Keramikplatten, gibt es auch als Aluminium-Ausführung, ist aber relativ selten. Und zwischen diesen Keramikplatten eingefasst sind Halbleiterbauelemente und wenn man dann eine Spannung anlegt an die Kabel hier, dann erzeugt man eine Temperaturdifferenz zwischen den zwei Platten. Das heißt, die eine wird heiß, die andere wird kalt und man kann Wärme quasi durch dieses Teil durchpumpen. Ist generell eigentlich ziemlich interessant, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wir haben die heiße Seite, die haben wir bei 50 Grad Celsius, was relativ warm ist, aber bei so einem großen Peltier-Element, da kann man schnell mal Temperaturdifferenzen von 40, 50, 60 Grad Celsius erreichen. Das bedeutet, halten wir die oben bei 50 Grad Celsius, die warme Seite, dann ist die kalte Seite bei 0 Grad Celsius. Und das ist ein Kühlprinzip. Das kommt vor allem zum Beispiel in so Mini-Kühlschränken zum Einsatz oder so Transportboxen, die man ins Auto packen kann, die man so an den Zigarettenanzünder anschließt. Da sind meistens Peltier-Elemente drin, die sind relativ günstig, sind aber sehr ineffizient. Das ist das eigentliche Problem an dieser Thematik. Bei so einem Kühlschrank, ehrlich gesagt, nicht so das Problem. Bei einem CPU-Kühler, was wir damals festgestellt haben, 2018, ist das gar nicht so einfach. Man braucht so ein riesig großes Peltier-Element wie das, was wir hier haben. Und die haben dann einfach mal eine Leistungsaufnahme von 300 Watt. Und diese 300 Watt an zusätzlicher Abwärme, die müssen wir ja abführen. Und mit diesen 300 Watt kann man keine 300 Watt quasi kühlen, sondern ich sag mal so als groben Anhaltspunkt immer so die Hälfte. Bedeutet, beim 300 Watt Peltier-Element kann man so maximal effizient 150 Watt Abwärme abführen. Und das ist so der Bereich, den wir bei einer CPU haben. Und jetzt hat Intel sich gedacht, okay, wir greifen dieses Prinzip nochmal auf und schauen mal, ob wir das Ganze ein bisschen besser machen können als das, was die Vergangenheit gezeigt hat. Also das, was ich zum Beispiel gemacht habe oder auch CoolIT oder Coolit, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Die haben sowas auch vor 15 Jahren schon mal gemacht, haben das dann aber auch wieder verworfen unter gewissen Gründen. Wie gesagt, die Effizienz ist immer so ein großes Problem. Ich hatte das damals mit dieser Controllerbox als sogenannten Zwei-Punkt-Regler. Das heißt, ich hatte hier ein Relais drin, ein Solid-State-Relais, also es kann Gleichspannungen schalten und hier vorne den Regler an sich und dann wurde eben das Peltier-Element angeschlossen an 12 Volt Spannung mit einem Temperatursensor und wenn der Temperatursensor 20 Grad zum Beispiel erreicht hat, dann ging das Ding an, dann kühlt es runter bis auf 16 Grad zum Beispiel und dann geht es wieder aus, geht wieder hoch auf 20 Grad, geht wieder an. Das kann man so machen, hat aber ein riesengroßes Problem, das heißt, sobald das Peltier-Element ausgeht, fließt ja quasi die Wärme wieder zurück. Also die Wärme fließt immer von der warmen zur kalten Seite, so ist es einfach physikalisch, weil es eigentlich keine Kälte gibt, sondern eigentlich nur Wärme oder halt Wärmedifferenz. Und es fließt immer von der warmen zur kalten Seite, das muss man einfach wissen. Und wenn man das Peltier-Element dann ausmacht und oben drüber ist der Teil, der quasi gerade gekühlt wird, der 50 Grad hat, dann fließt die Wärme eben sehr, sehr schnell nach unten wieder runter und das Ding muss sofort wieder angehen. Und damit ist es meistens relativ oft im Dauerbetrieb und das ist dann eben ziemlich ineffizient und man hat eben zusätzlich immer 300 Grad Abwärme. Intel hat eine eigene Controller-Platine entwickelt. Wir schauen uns das auch gleich alles im Detail an. Ich habe es selber noch null ausprobiert, habe es gerade selbst das ausgepackt. Ich war zwar ein bisschen bei der Entwicklung beteiligt, gerade was so Software und Features betrifft. Da haben die mich vor einigen Wochen kontaktiert, haben mir quasi den Prototyp mal so vorgestellt und haben gesagt, das wollen wir machen. Siehst du da irgendwo Probleme? Und dann habe ich so ein bisschen Feedback gegeben, was auf jeden Fall wichtig ist. Und jetzt haben wir das Ding da und können das testen. Und Intel hat, wie gesagt, so ein eigenes Controllerboard entwickelt, was sehr, sehr gut ist. Das, ich sag mal, ist das Beste, was man aus einem Peltier-Element rausholen kann. Es ist kein reiner Zwei-Punkt-Regler, sondern es kann eine Spannung regeln. Das bedeutet, das kann dann das Peltier-Element nicht nur bei 12 Volt betreiben, sondern eben auch bei 4 Volt zum Beispiel. Und dementsprechend, wenn dann eure CPU im Idle sitzt und die Leistungsaufnahme sehr, sehr gering ist, dann kann auch die Leistungsaufnahme vom Tag zurückgefahren werden, was auf jeden Fall gut ist. Das sollte die Effizienz
deutlich verbessern. Vor allem wird es dann ja nicht ausgeschaltet. Das bedeutet, die Wärme fließt nicht komplett zurück. Und damit sollte auch die Leistung gerade im Idle deutlich besser sein. Das werden wir uns aber gleich anschauen. Ähnlich wie den Kühleraufbau, den ich damals hatte, ist auch der hier von EK. Da ist ein Peltier-Element drin zwischen, ich sag mal, einer Kühlseite und einer dicken Kupferplatte. Schauen wir uns aber gleich im Detail an. Und dann gibt es hier eben diese Controllerbox dazu. Aber ich glaube, ich hole mal die Kamera und wir schauen uns das Close-Up an. Das ist ein bisschen interessanter. Dieses Video wird präsentiert von Corsair und den neuen MIDI-Gehäusen der 4000er Serie. Das 4000D ist dabei schlicht und elegant und wenn du maximale Kühlleistung suchst, könnte das 4000D Airflow mit der perforierten Front eine gute Wahl für dich sein. Wenn es dann doch lieber ein bisschen auffälliger sein sollte und du dem Drang nach RGB einfach nicht nachgeben kannst, dann ist das IQ4000X RGB eine gute Option für dich. Alle Varianten sind in schwarz oder weiß verfügbar, bieten mit dem Rapid Root Kabelführungssystem eine aufgeräumte Rückseite, USB 3.1 Type-C, USB 3.0 und Audio in der Front sowie ein großes Platzangebot für bis zu 620mm oder 440mm Lüfter und dementsprechend auch für Radiatoren. Damit könnt ihr die Gehäuse natürlich auch perfekt mit der neuen IQ Elite Capellix AIO kombinieren. Diese gibt es in 240, 280 und 360er Größe und durch die insgesamt 33 Capellix LEDs und den mitgelieferten MLRGB Lüftern habt ihr eine wunderschöne Optik. Im Lieferumfang findet ihr auch den Commander Core Controller, mit dem ihr alles ganz bequem über IQ steuern könnt. Mehr erfahrt ihr über den Link in der Beschreibung. So sieht der Kühler jetzt aus. Der ist auf jeden Fall mindestens dreiteilig. Also wir haben oben eine vernickelte Abdeckung, also das Teil ist auch aus Kupfer. Dann haben wir quasi hier in der Mitte eine Platte, die ist nicht vernickelt. Das ist die Kühlplatte, das ist das, was man hier sieht, wenn man jetzt ein bisschen reinschaut. Und dann sieht man die ganze Struktur innen drin. Das ist die Kühlplatte, also die kühlt quasi die heiße Seite vom Peltier-Element. Und dann haben wir hier unten eben nochmal ein relativ massives Stück Kupfer. Das verteilt dann einfach noch so ein bisschen die Wärme, beziehungsweise entzieht die Wärme eben von der CPU ein bisschen effizienter. Hier seht ihr, zwischendrin ist das Peltier-Element. Und das Peltier-Element ist von der Größe her eben viel, viel größer als die CPU. Und deswegen ist dann hier oben, sage ich mal, dieser zusätzliche Heatsplitter noch drauf. An der Seite hier gehen dann zwei Kabel raus. Da haben wir hier oben einen Temperaturfühler drin. Der misst dann die Temperatur von dieser Kupferplatte und dann haben wir noch einen Stromanschluss für das Peltier-Element selbst. Und falls ihr euch gewundert habt, wozu diese beiden Schrauben hier an der Seite da sind, das ist für den Controller. Der wird dann später hier oben so drauf montiert über die zwei Schrauben. Dann haben wir hier noch das Steuergerät selbst. Wie ihr sehen könnt, hat das Teil drei Anschlüsse. Einmal links Stromanschluss, müsste 8-Pin EPS sein oder PC Express. Dann in der Mitte den Stromanschluss für das Peltier-Element selbst und ganz rechts eben der Anschluss dann für den Temperatursensor, das, was wir gerade vom Kühler selbst gesehen haben. Das Ganze eingefasst in ein Aluminiumgehäuse. Hier ist noch so ein bisschen Wärmeleitpad dran. Ich glaube, wir schrauben das mal schnell auf und schauen mal da kurz rein, wie das Ding innen drin aussieht. Hier haben wir jetzt den geöffneten Controller. Da sehen wir das nochmal. Ich hatte übrigens den USB-Anschluss hier oben natürlich zur Steuerung vergessen. Hier innen drin ist ein interner Anschluss. Der ist wahrscheinlich dazu, um die Firmware von dem Controller zu flashen. Hat man von außen keinen Zugang. Ich glaube, das wird für uns auch erstmal nicht notwendig sein oder irgendwie wichtig sein. Ist auch die Frage, ob das in der Retail-Version dann immer noch dran ist. Und dieses Teil hier oben, wo hier HUM steht, ist Humidity Sensor, also ein Feuchtigkeitssensor. Und das ist wirklich, wirklich cool. Denn das große Problem in der Vergangenheit bei solchen Kühlern war ja immer Kondensation. Das bedeutet, wenn die Platte hier unten zu kalt wird, weil rein theoretisch das Peltier-Element, wenn ihr dem sagt, hau rein, volle Power und ihr habt eine Wassertemperatur von, keine Ahnung, 25 Grad Celsius, dann habt ihr hier unten vielleicht minus 10 Grad. Das heißt, hier könnte sich nicht nur Kondenswasser bilden, sondern auch Eis und das wäre wirklich ein Problem, wenn man das Ganze nicht vernünftig isoliert. Und über den Feuchtigkeitssensor kann die Platine nämlich auch aktiv berechnen, wo ist euer Taupunkt. Weil wenn ihr zum Beispiel 20 Grad Celsius Raumtemperatur habt und eine gewisse Luftfeuchtigkeit, dann kann die Platte durchaus zum Beispiel 14 Grad Celsius haben, ohne dass sich hier Kondenswasser bildet. Und so ist eben die niedrigste Temperatur möglich, die wir mit normalen Kühlmethoden so einfach erreichen können. Und das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich intelligenter als die Lösung, die ich damals hatte. Und um das Ganze dann nochmal ein bisschen besser und ausgereifter zu machen, gibt es noch diesen Rahmen hier. Also es ist ein Teil irgendwie aus Schaumstoff, relativ interessant gestaltet. Ihr seht unten die Form, entspricht genau dem, was man beim Mainboard-Sockel hat. Und dann gibt es eben diesen Rahmen hier, der so ein bisschen weich ist. Dann drückt man es aufs Mainboard und dann gibt es quasi
einen abgeschlossenen Raum und dann gibt es noch weniger bzw. dann gar keine Kondensation, weil dann habt ihr eben nur die Feuchtigkeit, die hier in diesem Raum ist und das ist dann eben sehr begrenzt wenig. Und selbst wenn dann der Kühler viel zu kalt wäre, dann kann da eigentlich nichts mehr passieren. Zumindest in der Theorie. Ich würde jetzt sagen, ich baue das Teil auf. Übrigens habe ich dafür auch einen 10900K bekommen und der ist von Intel auch extra selektiert. Das soll ich auch extra dazu sagen. Die wollen natürlich zeigen, was man damit erreichen kann, wenn man einen guten 10900K hat. Ich habe keine Ahnung, wie gut er ist. Ich habe den noch nicht getestet, aber ich soll das nicht vorenthalten und direkt sagen, dass der auch gebind ist. Finde ich fair. Schauen wir mal. Ich baue das alles zusammen. Bin gespannt. Ich verwende für den Test jetzt Kryonaut Extreme. Normalerweise würde ich für sowas eigentlich noch lieber Flüssigmetall verwenden. In dem Temperaturbereich geht es auch noch absolut. Aber ihr könnt ja sehen, dass die Oberfläche von dem Kühler, ich glaube, das ist halt eben noch ein Prototyp von EK Waterblocks. Und dementsprechend ist der hier nicht vernickelt. Und nicht vernickelte Oberflächen sollte man mit Flüssigmetall vermeiden. Deswegen verwende ich jetzt lieber normales Kryonaut Extreme. Als Intel mir das Ganze vorgestellt hat, da hatte ich ein bisschen Bedenken, was die Rückseite betrifft, weil die Rückseite ist komplett offen, da wird nichts isoliert. Deswegen habe ich jetzt hier auch mal noch einen Temperatursensor angebracht und dann messen wir hier gleichzeitig eben Rückseite vom Mainboard. Das ist auch mit Absicht hier an diesem Metallteil dran vom Sockel und auch mit Absicht in dieser Position, also weit weg von den Spannungswandlern, weg von dem Bereich hier, sollte so der kühlste Bereich vom CPU-Sockel sein. Dann haben wir hier noch einen freiliegenden Temperaturfühler und mit dem können wir dann nochmal die Lufttemperatur messen. Einfach nur um zu checken, dass es da hinten auch nicht zu kalt werden kann. Ich habe jetzt den Kühler soweit montiert, hat eigentlich alles gut funktioniert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, als ich den das erste Mal gesehen habe bei Intel, da ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass der USB-Anschluss oben so dämlich platziert ist. Das sieht echt nicht gut aus. Ich muss sagen, die restlichen Kabel gingen eigentlich, habe ich mir schlimmer vorgestellt, aber der Stromanschluss fehlt natürlich noch, aber die restlichen Kabel, die jetzt einfach in den Block reingehen, zum Peltier-Element und Temperatursensor, die konnte ich da relativ bequem reinstopfen. Also so sieht es eigentlich schon mal ganz interessant aus. Das System läuft jetzt. Der 10900K ist von mir soweit auch schon voreingestellt. Zeige ich euch im BIOS gleich auch nochmal, was genau ich alles gemacht habe. Alles auf Maximus 12 Extreme, RAM ist nichts Besonderes, läuft jetzt bei 3600 C18, 32 GB, einfach nur XMP geladen, das, was ihr wahrscheinlich auch zu Hause haben würdet. Hier rechts unten haben wir jetzt die Intel Tech Software und die ist eigentlich echt geil gemacht, weil die sehr, sehr schlicht gehalten ist. Das gefällt mir dabei wirklich am meisten. Das heißt, wir haben hier keine nervige Software, die irgendwelche großen Ressourcen im Hintergrund benötigt oder sowas. Das ist hier auf jeden Fall schon mal gar nicht der Fall. Wenn wir jetzt einfach mal anschauen, was es hier so gibt. Hier sehen wir ganz oben, Cooler ist in Standby-Mode. Das heißt, hier passiert erstmal noch gar nichts. Hier sehen wir die Leistungsaufnahme vom Peltier-Element. Da passiert auch noch nichts. Der ausgerechnete Taupunkt, gerade bei mir, bei der Raumtemperatur von geschätzt 22 Grad Celsius, relativ niedrige Luftfeuchtigkeit, liegt bei 13,6 Grad Celsius. Kühlertemperatur im Boden gerade 31,2 Grad Celsius, also das wird hier alles schon mal gut ausgelesen. Wenn man auf Mode geht, gibt es hier zwei verschiedene Modi, einmal Kryo und einmal Unregulated. Kryo ist eben der geregelte Modus, dass man überhalb des Taupunktes bleibt quasi niedriges Risiko und dann eben auch, wenn das System im Idle läuft, dann geringe Leistungsaufnahme, schauen wir uns gleich an. Unregulated ist einfach 100% immer volle Leistung, das Tech läuft dann immer voll ausgelastet. Hier noch so ein bisschen Zusatzsachen, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir starten jetzt auch erstmal mit dem Unregulated Mode und schauen einfach mal, was passiert eigentlich, wenn wir das Teil komplett unreguliert laufen lassen und ob das ein Risiko für unser Mainboard und unser System darstellt. Da kriegen wir jetzt auch so eine Warnmeldung, die wir erstmal bestätigen müssen, also dass wir das Ganze auf eigenes Risiko machen und dass hier Kondenswasser entstehen kann, je nachdem wie euer System isoliert ist, bla bla, und wir bestätigen das Ganze mit OK. Dann sehen wir unten Success, also läuft es jetzt. Da sehen wir auch schon die Kerntemperatur, das seht ihr hier oben mit Hardware Info. Da geht es jetzt direkt zackig auf die 0 Grad Celsius zu, also unter 0 liest Hardware Info normalerweise nicht aus, auch Core Temp nicht. Wir sehen aber hier das Tech, also das Peltier-Element, zieht jetzt gerade hier ca. 160 Watt. Unser Taupunkt steigt minimal an, ist eigentlich davon unbeeinflusst. Und die Kühlertemperatur ist jetzt bei minus 2 Grad, das ist natürlich echt cool. Obwohl es jetzt erst
gefühlt 2 Minuten läuft. Müssen wir mal schauen, wo sich das Ganze gleich auspendelt. Overclocking machen wir mit Intel XTU, weil da können wir den Thermal Velocity Boost richtig einstellen. Das zeige ich euch gleich alles, wie das funktioniert. Hier oben seht ihr meine Basiseinstellung. Ich habe tatsächlich 1,46 Volt mit Adaptive Mode eingestellt. Power Limits sind in Kraft, das heißt, sie sind nicht ausgehebelt. Da seht ihr hier 250 bzw. 125 Watt Power Target. Und bevor jetzt gleich wieder rumgeheult wird und es heißt, oh, der Bauer empfiehlt wieder so hohe Spannungen, diese Spannungen wurden mir von Intel empfohlen. Das möchte ich auch direkt mal festhalten. Im Datenblatt steht bis zu 1,52 Volt drin. Und solange ihr die Turbo-Werte so lasst und euch an das Datenblatt haltet, ist es auch okay. Und Intel hat mir diese Werte, wie gesagt, auch vorgegeben, hat gesagt, damit erreichst du die beste Performance mit dem, was wir hier machen können. Also, wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch nicht bei mir. Und die ganze Magie, die wir jetzt hier benötigen, kommt über den Thermal Velocity Boost. Also das müsst ihr hier oben auf Enable setzen und dann gibt es hier die 2 wichtigen Punkte. Also erstmal hier links habt ihr den Ratio Table, den habe ich soweit erstmal für mich konfiguriert. Das bedeutet, wenn wir 10 aktive Kerne haben, dann laufen die zum Beispiel alle bei 5,3 GHz. Haben wir jetzt nur 8 aktive Kerne, dann geht es 100 MHz höher und ganz oben, wenn wir sehen, okay, nur 2 Kerne sind aktiv, dann kann sich die CPU bis auf 5,8 GHz boosten. Das ist so aktuell von mir eingestellt und hier rechts haben wir ein Limit mit 70 Grad Celsius aktuell von mir eingestellt. Intel hat zwar empfohlen, ich soll das mal mit 80 versuchen, das war bei mir aber zu hoch, da hat es gecrashed. Das bedeutet, wenn die CPU eine Temperatur von 70 Grad Celsius erreicht, dann taktet sie sich um den Wert, der hier rechts ist, runter. In dem Fall dann auf 5,5 GHz oder wenn wir dann 10 Kerne verwenden, dann eben auf 5,2 GHz, wenn es über 70 Grad Celsius geht. Und das ist eben diese coole Funktion. Das wird in Zukunft auch bei vielen Boards im BIOS hinterlegt werden und ist dann nicht nur für das Peltier-Element interessant, sondern auch zum Beispiel für Wasser-Overclocking. Wir starten jetzt eine Cinebench R20 Single-Threaded Run, also Cinebench R20 mit AVX, das ist ein bisschen anspruchsvoller, trotzdem eben nur ein Thread, der ausgelastet wird und dann können wir jetzt hier bei den Frequenzen schauen, dass die komplette CPU aktuell bei 5,6 GHz boostet. Wenn ihr jetzt noch eine entspanntere Anwendung habt, wie keine Ahnung, SuperPi oder sowas, also was kein AVX benutzt, sondern nur SSE zum Beispiel, dann boostet die auch auf 5,8, aber mit AVX sind 5,8 zu viel, deswegen taktet die CPU sich jetzt runter auf 5,6, aber ist trotzdem ein absolut beachtlicher Wert und jetzt schauen wir mal, was da an Ergebnis bei rumkommt. Und da sieht man auch den Grund, warum das Ganze bei diesen Taktraten überhaupt laufen kann. Kerntemperatur liegt hier die ganze Zeit zwischen 10 und der Kern, der belastet wird, eben 40 Grad Celsius. Das ist ultra niedrig. Ich hatte ja erst Bedenken, was die Rückseite betrifft, bezüglich Kondenswasser. Aber wie ihr sehen könnt, also der obere Wert ist die Rückseite vom Mainboard. Da sind wir mit 33 Grad Celsius noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass wir Probleme hätten. Und unten seht ihr die Raumtemperatur. Also ist auch gerade schnucklig warm bei mir im Zimmer. Und bei dieser Einstellung seht ihr, haben wir einen Single-Core-Score von glatten 581 Punkten. Das ist wirklich sehr, sehr ordentlich und ganz stark über dem, was die CPU normalerweise kann. Ein Multicore-Score ist gar nicht so viel höher. Der liegt gerade mal bei knapp über 6000 Punkten. Für den eigentlichen Gaming-Betrieb später ist allerdings der Kryo-Mode von dem Kühler deutlich interessanter. Beim Unregulated-Mode ist es ja so, dass einfach das Peltier-Element die ganze Zeit die volle Leistung ausnutzt. Das bedeutet eben auch im Idle. Dementsprechend hättet ihr dauerhaft eine Leistungsaufnahme von 160, 180 Watt zusätzlich und das ist nicht unbedingt gut. Deswegen der Kryo-Mode. Beim Kryo-Mode wird die Temperatur vom Block knapp überhalb des Taupunkts gehalten. Das können wir uns gleich nochmal in der Software anschauen. Wenn ich jetzt hier eine Raumtemperatur von 22 Grad habe, dann ist der Taupunkt bei einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit bei vielleicht 14 oder 15 Grad Celsius und dann ist der Kühler immer noch sehr, sehr kühl. Schauen wir uns das mal an. Für den Kryo-Mode einfach unten wieder auf den Icon und dann beim Mode Cryo auswählen. Das sehen wir, das ist jetzt auch gerade hier der Fall. Sehen wir hier Taupunkt knapp über 14 Grad Celsius und mein Kühler läuft deswegen bei um die 16 Grad Celsius. Und hier sehen wir jetzt auch im Idle, die Leistungsaufnahme ist dann eben vom Peltier-Element auch sehr, sehr gering. Das ist was, mit dem man im Idle auch leben kann, zumindest meiner Meinung nach. Also hier haben wir 10, 15, manchmal 20 Watt Leistungsaufnahme. Das ist absolut vertretbar, deutlich besser als 160 Watt. Der Boost im Spielemodus ist natürlich abhängig von dem Game, das ihr zocken wollt. Ich habe jetzt hier gerade mal PUBG 1440p und ihr seht, wir haben so um die 250 FPS. Das Ganze im System ja gepaart mit einer RTX
3090. Die Systemtemperatur, also CPU-Temperatur, ist hier in der Regel im Kryo-Mode zwischen, ich sag mal, 30 und 45 Grad Celsius. Und da boostet die CPU zwischen 5 und 5,3 Gigahertz. Das ist natürlich echt ordentlich vom Takt. Und 5,3 GHz ist selbst bei einer normalen Custom-Wasserkühlung eigentlich mit einem 10900K nicht möglich. Da braucht man schon wirklich eine goldene CPU, um da 5,3 GHz möglich zu haben. Und das Ganze jetzt eben nicht im Unregulated Mode, sondern im Kryo-Mode, wo das Peltier-Element auch nicht unfassbar viel Strom verbraucht, sondern in der Regel hier zwischen 80 und 120 Watt, während man zockt, und im Idle dann eben deutlich weniger. Jetzt wechseln wir aber nochmal in den Unregulated Mode, weil mich persönlich interessiert auch, was könnte ich jetzt maximal bei dieser CPU validieren auf allen Kernen. Das bedeutet, ich werde im Windows den Power Saving Mode auf High Performance stellen, dann sollte die CPU ja aufhören, sich runter zu takten. Und dann schauen wir einfach mal, was auf allen Kernen möglich ist. Und dazu werde ich auch mal die Lüfter auf dem Radiator ein bisschen mehr aufdrehen und dann vielleicht noch so 1-2 Grad rausholen. Während das System noch runterkühlt, kurzer Blick ins XTU. Das war übrigens im Gaming-Setup quasi gerade unser Table. Also so war Thermal Velocity Boost eingestellt und eben die einzelnen Taktraten. Ihr seht, dass 10, 9 und 8 Kerne bei 5,3 liefen. Wenn nur 7 Kerne oder weniger verwendet werden, 5,4. Und wenn 2 oder weniger Kerne verwendet werden, 5,6 GHz. Und das Ganze hier an den Thermal Velocity Boost gekoppelt. Das bedeutet, die 5,6 GHz sind nur möglich, wenn die CPU kühler ist als 50 Grad Celsius, und die anderen Frequenzen nur, wenn die CPU kühler als 65 bzw. kühler als 70 Grad Celsius ist. Ansonsten taktet es sich eben um den Wert auf der rechten Seite runter. Dann schauen wir jetzt doch mal, was letztendlich noch an Maximaltakt möglich ist. Das Ganze jetzt eben in Höchstleistung, Energiesparmodus. Alle Kerne bei 5,3 GHz. Wir haben eine schnuckliche CPU-Spannung von 1,5 Volt, wie ihr hier oben sehen könnt. Und die CPU-Temperatur ist so typisch bei ungefähr 5 bis 10 Grad Celsius. Also 5,6 GHz haben wir schon mal auf allen Kernen. 5,7 scheint auch noch zu funktionieren. Ja, und 5,8. Das ist schon mal wirklich, wirklich krass. Ja, damit sind wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Also 5,8 GHz, das war das Maximum. 5,9 GHz, da kam dann direkt Freeze und das System ging aus. Aber es ist halt ein 10-Kerner bei 5,8, das ist halt schon echt hart. Also 6 GHz und sowas aufwärts, das sind halt die Frequenzen, die man normalerweise mit Trockeneis und Flüssigschickstoff dann erst erreichen kann. Also für mich persönlich, der Kühler auf jeden Fall ein sehr cooles Spielzeug. Also es ist genau das, was mir eben Spaß macht, damit so ein bisschen rumzuhantieren, schauen, was kann ich damit rausholen. Dieser Thermal Velocity Boost ist eine wunderbare Funktion. Das ist sowas von genial. Das Schöne ist vor allem, dass in Zukunft, je nachdem, was für ein Mainboard ihr habt, der Thermal Velocity Boost auch im BIOS hinterlegt ist. Das bedeutet, mal ignoriert mal diesen Cryo-Cooler, sondern denkt einfach mal drüber nach, ihr habt jetzt Custom-Wasserkühlung, dann könnt ihr den Thermal Velocity Boost ja genauso nutzen. Könnt sagen, ey, wenn die CPU so und so warm ist, die und die Taktraten kann die CPU dann erreichen. Da kommt ihr auf jeden Fall höher, als wenn ihr ein manuelles OC auf allen Kernen dauerhaft bei einer fixierten Spannung macht. Also dementsprechend Thermal Velocity Boost, auch mal unabhängig von diesem Cryo Cooler, definitiv eine coole Funktion. Der Cryo Cooler an sich für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Spielzeug. Und ich habe dann erstmal Intel natürlich gefragt, soll das jetzt die Lösung dafür sein, dass man eben immer noch quasi bei 14 Nanometer hängt und immer noch beim 10900K? Das ist die Frage, die jeder von euch stellen würde. Und ob das jetzt die Lösung sein soll gegen Ryzen 5000. Das war so mein erster Gedanke, als ich von dieser ganzen Technologie gehört habe. Und das würdet ihr wahrscheinlich auch so denken. Und die Antwort von Intel war, dass dieses Projekt nicht als Riesenmassenprodukt gedacht ist und dafür, dass man sagt, alles klar, mit 10900K und Cryo-Cooler, dann stinken wir hier gegen den Ryzen 5000 an. So ist es nicht gedacht, sondern das ist ein Projekt, wo Intel gesagt hat, das ist eine interessante Technologie und sie schauen einfach mal, was sie da technologisch rausholen können und wie man diese Technologie verbessern kann und was da rein theoretisch so mit Intel-Wissen das Maximum Mögliche ist. Was ich sehr, sehr cool finde, weil bisher das, was man als Peltier-Element-Kühler gesehen hat, auch das, was von mir kam, war bei Weitem nicht so ausgereift wie das. Klar, ich habe halt nicht die Möglichkeit,
auf eine CPU so zuzugreifen, dass man da einfach so Sachen regeln kann. Das ist natürlich Intel vorbehalten. Dementsprechend ist das wirklich das Beste, was man so aus einem Peltier-Element rausholen kann. Gerade mit dieser Funktion, dass es den Taupunkt aktiv berechnen kann, dass es im Idle die Leistungsaufnahme vom PLT-Element an die Leistungsaufnahme von der CPU anpasst. Die Funktionen sind technisch einfach perfekt gelöst. Besser kann man das mit dieser Technologie einfach nicht machen. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Ich persönlich finde das Teil mega cool, jetzt einfach nur um rumzuprobieren, zu schauen, was kann ich aus meiner CPU rausholen, ein bisschen rumspielen, ein paar Benchmarks machen. Dafür ist es echt geil gemacht. Ich sehe es halt absolut nicht als Massenlösung. Also es ist halt einfach so, wenn ihr euch überlegt, wir hätten jetzt 1 Million Gaming-PCs da draußen, die alle mit dem Kühler ausgestattet werden und alle brauchen plötzlich 100 Watt mehr Leistungsaufnahme, dann ist es natürlich quasi global gesehen so viel mehr Leistung, die dann quasi gefressen wird für, weiß ich nicht, dass ich das in dieser Form nicht unterstützen würde, sondern wie gesagt, so als Spielelösung so, dass es halt einfach was ist, zum ich will schauen, was ist das Maximum und probiere gerne als Enthusiast an meinem PC rum, ist das ein geiles Teil und da macht das auch mega viel Spaß. Dann gibt es noch eine Sache mit der Kompatibilität und das betrifft die Tatsache, dass aktuell der Kühler nur mit der 10er Generation kompatibel ist. Und da habe ich Intel auch schon mehrfach gesagt, dass sie von dieser Politik quasi abweichen müssen. Sie sagen natürlich, die Software ist so gestaltet, dass sie auf den Thermal Velocity Boost angewiesen ist. Aber ich sehe es eben so, dass das Teil auch unabhängig wunderbar funktionieren kann. Keine Ahnung, ich habe halt auch Bock damit, keine Ahnung, ein 3770K zu übertakten oder irgendwas Älteres. Und dann sollte das auch unabhängig davon ja gut funktionieren, wenn man jetzt keinen Thermal Velocity Boost hat, sondern nur manuelles Overclocking macht, aber dann trotzdem schaut, keine Ahnung, was kann ich validieren, was kann ich im Super P1M machen und solche Geschichten. Deswegen hoffe ich, dass Intel da die Meinung noch ändert. Also ich bin im regen Austausch mit Intel, habe auch schon viel Feedback gegeben zu der Software. Auch die Tatsache, dass das, was man im Cryo-Mode bzw. das, was man in der Cryo-Software einstellt, auch beim System Startup jedes Mal übernommen wird. Weil aktuell ist es so, man startet das System und dann muss ich erstmal auswählen, mache ich Cryo-Mode oder Unregulated-Mode. Dass man mit Unregulated-Mode nicht startet, das macht schon Sinn. Aber wenn ich den Kühler eben im Alltag verbaue, dann sollte auch der Cryo-Mode im Alltag immer gleich starten. Und solche Geschichten, da bin ich mit Intel noch dabei, dass das, wenn das Produkt und dieses Video dann eben auch öffentlich ist, das ist wahrscheinlich in, keine Ahnung, Mitte November, jetzt ist aktuell für mich Mitte Oktober, genau. Kurzer Nachtrag, es sind jetzt circa 2 Wochen vergangen, viel mit Intel hin und her geschrieben und Intel hat sich jetzt doch entschlossen, auch ältere CPUs noch zu supporten, also zum Beispiel 8700K, Kaby Lake, Coffee Lake kommen noch mit dazu. Das wird allerdings noch 6 bis 8 Wochen nach Release dauern, hat Intel gesagt, also so ungefähr, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Und in dieser neuen Softwareversion wird auch dann letztendlich implementiert werden, dass die Software die Einstellungen vor dem Reboot behalten wird. Das bedeutet, ihr könnt dann einstellen, keine Ahnung, Cryo-Mode, was auch immer möchte ich machen. Und dann behält die Software die Einstellungen bei, ihr könnt rebooten und es ist dann immer im Cryo-Mode und ihr müsst nicht bei jedem Start das Ganze neu einstellen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das wollte ich noch schnell hinzufügen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, was ihr davon haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.